There you stood and you watched me walk until I arrived and you smiled and talked like you were a better part of me. You look straight into my heart when I'm down and you ask, hello, hello, I need you. Die nächste musst du rechts abbiegen. Rechts? Katrin, du hättest abbiegen müssen. Niklas, bitte, ich kenne den Weg. Sicher? Du bist ein guter Chirurg, aber lass bitte die Finger vom Navi. Hey, Harald, keine Sorge, wir sind unterwegs. Wo steckt ihr denn? Ich habe keine Ahnung. Aber Katrin sagt, wir sind praktisch da. Sag deiner Schwester, sie soll sich beeilen. Ich möchte deinen neuen Kollegen persönlich vorstellen. Ich tue mein Bestes. Noch einen Augenblick. Gut. Ich warte vor der Klinik auf euch. Ich freue mich. Bis gleich. Dr. Losen? Frau Rösler, was kann ich für Sie tun? Ich muss Ihnen was beichten. Wenn man schon mal den Rat eines genialen Herzspezialisten braucht, dann ist er nicht da. Guten Morgen, Dr. Moreau. Morgen. Falls Sie den Kollegen Losen meinen, der wird gleich hier sein. Er empfängt gerade unseren neuen Oberarzt. Oh, persönlicher Empfang. Aber Blumen müssen wir nicht streuen, oder? Was haben Sie denn für ein Problem? Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Schon gut, muss eben warten. Wichtige Dinge gehen halt vor. Siehst du ihn schon? Ja, da ist er. Ganz hier rechts parken. Harald, kannst du mich hören? Kein Puls. Kein Atem. Sagen Sie in der Notaufnahme Bescheid. Schon jetzt nicht schlapp machen. Wo ist hier die Schockbox? Hier links. Elektroden. Der neue Oberarzt. Dr. Globisch, Anästhesie, Sachsenklinik. Und Sie? Annika Rösler, Assistenzärztin. 15 Sekunden ab jetzt, danach drucken Sie das EKG aus. 2 Milligramm Morphin, 2,5 Midazolam, Beta-Blocker. 8000 IE Heparin. Wir müssen intubieren. Tut mir leid, ich muss mich um Harald kümmern. Natürlich, ich fahr schon mal in die Stadt. Wir treffen uns später. Meld mich. Da links im Fahrstuhl. Frau Rösler, was genau ist auf dem Parkplatz passiert? Sie waren noch vor mir bei ihm. Ja. Ja. Konnte er sich abfangen oder ist er auf den Kopf gefallen? Auf den Kopf. Thoraxröntgen, großes Blutbild, Koronarographie und zum CT anmelden. Ich muss wissen, was mit seinem Kopf ist. Harald hatte einen Herzinfarkt. Was? Niklas! Leila! Harald hat einen Herzinfarkt. Ja, ich weiß. Dr. Niklas Arendt, unser neuer Oberarzt? Professor Karin Patzelt, Chefärztin. Freut mich. Ich möchte Harald Losen gern operieren.
Er ist mein Freund. Seinetwegen bin ich hier. Er hat zwei verschlossene Herzkranzgefäße und muss sofort in den OP. Gut. Ich operiere Sie assistieren. Kommen Sie. Sie wollen den Eingriff minimalinvasiv machen? Skalpell. Mein Spezialgebiet. Ein Gynäkologe in der Herzchirurgie. Kauter. Retraktor. Plötzlich. Kann auch einen Herzspezialisten treffen. Ich hoffe einfach, dass er es schafft. Er sagt auch immer, man muss kämpfen. Ja, er wird schon kämpfen. Ja. Nur gut, dass der neue Oberarzt daran helfen konnte. Wie ist er denn so, der neue? Gut. Sehr gut. Also ohne ihn. Und sonst? Was? Na, wie sieht er aus? Ach so. Naja, du wirst nicht enttäuscht sein. Was? Man wird ja wohl noch fragen dürfen. Gut gemacht. Zwei Bypässe, das war ein hartes Stück Arbeit. Hoffentlich übersteht er das. Ja, aber das liegt nicht mehr in unserer Hand. Gute Arbeit, Dr. Arendt. Sie haben doch das meiste getan. Aber ohne Ihre Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Ja, normalerweise müsste man jetzt seine Angehörigen benachrichtigen, aber bei Harald? Er hat immer noch niemanden. Damals waren wir Assistenzärzte seiner Ersatzfamilie. Das ist auch heute noch so. Wir sehen uns später, Herr Kollege. Schön, dass du da bist. Harald hat sich so auf dich gefreut. Er hat seit Tagen von nichts anderem gesprochen, wirklich. Störch? Niklas, das ist Dr. Moreau, Oberarzt für plastische Chirurgie. Und einer der besten Handchirurgen Deutschlands. Das stimmt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Und das ist unser neuer Oberarzt, Dr. Niklas Arendt. Wie geht es Losen? Hat wohl noch mal Glück gehabt. Das hat er vor allem Niklas zu verdanken. Bis später. Er ist ein guter alter Freund. Ich habe ihn mir ganz anders vorgestellt. Echt? Wie denn? Ja, mindestens 3 Meter groß. Mit Flügeln auf dem Rücken. Warst du deshalb so freundlich zu ihm? Ich war ein bisschen verlegen, weil ich eure intime Zweisamkeit gestört habe. Du bist eifersüchtig. Ja, na klar. Nein! Hallo. Können wir Ihnen helfen? Guten Tag, Familie Gerlach. Wir sind schon ganz schön aufgeregt, hm? Du bist ganz schön aufgeregt. Komm, ist ja schließlich unser erstes Kind. Hm? Dein erstes Kind, Schatz. Ich habe schon einen fast erwachsenen Sohn. Also, Sie wollen morgen früh Ihr Baby per Kaiserschnitt zur Welt bringen? Ja, also zur Sicherheit wollten wir die Nacht vor der Entbindung schon mal hier in der Klinik verbringen. Bei uns sind Sie in den besten Händen, keine Sorge. Ich mache mir auch keine Sorgen. Die Beule am Hinterkopf macht mir Sorgen. CT? Da war nichts. Trotzdem.
Wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen? Bestimmt 10 Jahre. 10 Jahre? Endlich sind seine Lieblingsstudenten wieder vereint. Und er kriegt nichts davon mit. Ich sehe hier gerade, wir haben ja nur eine Anmeldung für Ihre Frau. Was? Ja, das muss ein Irrtum sein. Schauen Sie noch mal. Also ich bin mir sicher, dass wir ein Doppelzimmer reserviert haben. Es kann sein, dass ich nur nach einem normalen Zimmer gefragt habe. Das Zimmer Ihrer Frau ist ein Mutter-Kind-Zimmer. Da ist leider kein Platz für ein zusätzliches Bett. Das tut mir leid. Liebling. Oh, geht schon los? Nein, mir tut nur der Rücken weh. Bitte, bitte regle das hier alles, ja? Mhm. Sind Sie so nett und zeigen mir mein Zimmer. Ja, selbstverständlich. Heute Morgen bei Dr. Losen. Einfach schneller reagieren müssen. Glauben Sie mir, Sie hätten das hingekriegt. Auch wenn Dr. Arendt nicht dazu gekommen wäre. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Zweifel gehören dazu. Die hat jeder. Dr. Losen hat die OP gut überstanden. Hab schon gehört. Dr. Arendt soll echt gut sein. Das will ich meinen. Wissen Sie, ich gebe wirklich alles, um eine gute Ärztin zu werden. Aber manchmal habe ich das Gefühl, das reicht irgendwie nicht. Mein Vater hat mich immer unterstützt, mit allem, was er hatte. Und damit aus mir mal was wird. Ich will ihn nicht enttäuschen. Aber das werden Sie doch auch nicht. Sie stehen noch ganz am Anfang. Glauben Sie, bei mir ist bis hierhin alles glatt gelaufen. Vielleicht bin ich einfach nicht stark genug. Doch, das sind Sie. Und mit jeder Erfahrung werden Sie stärker. Haben Sie ein bisschen Vertrauen in sich. Und wegen heute Morgen machen Sie sich jetzt nicht mehr verrückt, ja? Sieht das Dr. Arendt auch so? Davon gehe ich aus. Solange Sie Ihr Bestes geben, würde er Sie immer respektieren. Aber mit verheulten Kulleraugen kommen Sie bei ihm nicht weiter, okay? Okay. Katrin? Niklas, wie ist die OP gelaufen? Wir mussten ihm 2 Bypässe legen. Ist er schon aus der Narkose erwacht? Nein. Ich wollte dich nur schnell auf den neuesten Stand bringen, danach gehe ich wieder zu ihm. Gut, gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Im Moment nicht, danke. Ich halte mich über Wasser. Wo bist du? Ich schaue mir gerade deine zukünftige Heimat an. Ist ja richtig hübsch hier. Ach, Schwesterchen, bis ich das genießen kann, wird wohl noch eine Weile vergehen. Ruf mich einfach an, wenn du soweit bist, dann treffen wir uns. Ja, mach ich. Und Niklas? Hm? Bleib tapfer. Ja. Bis nachher. Bis nachher. Ein Herzinfarkt aus dem Nichts. Wo kriegen wir auf die Schnelle bloß einen neuen Chirurgen her? Und was ist mit den Assistenzärzten? Moreau kann das übernehmen. Jedenfalls, bis Losen wieder fit ist. Dr. Moreau und die Assistenzärzte. Ein Wolf unter Schafen. Er frisst die doch alle auf. Dr. Arendt. Der Neue? Der kennt sich noch gar nicht aus bei uns. Harald hält große Stücke auf ihn und heute in der OP habe ich verstanden, wieso. Der Mann hat in der Sachsenklinik eine Kollegin zur Mutter gemacht, ohne den Ehemann zu fragen.
Wolfgang, das haben wir doch alles schon mal besprochen. Ja, und ich habe ihn trotzdem eingestellt als Oberarzt. Aber doch nicht als Ausbilder. Hast du Angst um deine Tochter? Ja, um ihre Ausbildung, natürlich. Lass uns bitte einfach auf Haralds Urteil vertrauen. Und auf das, was ich heute in der OP gesehen habe. Auf deiner Verantwortung, Karin. Du bist die Chefärztin. Wir haben wirklich kein Bett für mich. Der junge Arzt meint, ich soll nach Hause gehen. Das ist doch eine gute Idee. Hol dich noch ein paar Stunden aus. Und wenn das Baby früher kommt? Kommt es nicht. Und was, wenn es irgendwelche Komplikationen gibt? Jörg, es handelt sich um einen geplanten Kaiserschnitt. Was soll da schiefgehen? Hier, der Notfallknopf. Kommst du da gut ran? Ja. Entschuldigung, ich muss noch eine Blutprobe nehmen. Gibt es irgendwelche Probleme? Nein, das ist alles Routine. Herr Doktor, können Sie meinem Mann bitte sagen, dass er aufhören soll, sich solche Sorgen zu machen? Herr Gerlach, ich habe eine Idee. Wenn wir hier fertig sind, zeige ich Ihnen mal was. Sind Sie schon wieder hier oder immer noch? Ich will sicher gehen, dass sein Zustand stabil bleibt. Tut mir leid, dass die Umstände Ihres ersten Tages alles andere als erfreulich sind. Ich hatte ja noch nicht mal Gelegenheit, Sie offiziell bei uns willkommen zu heißen. Ist nicht so wichtig. Dr. Arendt, ich habe ein Problem. Wie Sie wissen, hat sich Dr. Losen um die Ausbildung der Assistenzärzte gekümmert. Ich weiß, Sie haben nur einen Vertrag als Oberarzt. Aber bis Dr. Losen wieder auf dem Damm ist, brauche ich Sie unbedingt als Ausbilder für die Assistenzärzte. Das kommt jetzt ein bisschen plötzlich. Ich weiß genau, was ich Ihnen zumute. Mehr Arbeit, Organisation, Stress, Papierkram. Wie viel sind's denn? 5. Sie sind seit 2 Monaten hier. Ich bedanke mich für das Vertrauen, aber dafür bin ich nicht der Richtige. Ich schlage vor, Sie schlafen erst mal drüber und sagen mir morgen Bescheid. Harald? Kannst du mich verstehen? Ich bin's, Niklas. Sehen Sie, das sind die Babys, die allein bei uns in der letzten Woche geboren wurden. Alle gesund, munter und die Mütter auch. Bitte. Ich will nur, dass Sie sich keine Sorgen machen über irgendwas, worüber Sie sich keine Sorgen machen müssen. Ich meine, jeden Tag werden auf der ganzen Welt Millionen Babys geboren und es gibt so selten Probleme. Wie geht's dir? Sehr gut. Ja. Ganz großartig. Tut mir leid. Ich hätte euch gerne vorgestellt. Besser kann man einen Kollegen am ersten Tag nicht kennenlernen. Na, wo ist denn unser Sorgenkind? Dr. Arendt, das ist Herr Berger, unser ärztlicher Direktor. Schön, Sie kennenzulernen. Hab schon viel von Ihnen gehört. Was machen Sie denn für Sachen? Tut mir leid. Keine Absicht. Ich hoffe, Sie kommen bald wieder auf die Beine. Wir brauchen Sie unbedingt im OP. Das wird wohl noch eine Weile dauern. Was er jetzt braucht, ist erstmal Ruhe. Das wird schon wieder. Zum Glück ist Dr. Losen über den Berg. Ja, dieser Dr. Arendt und Professor Patzit haben ihm echt das Leben gerettet. Einmal ins Labor, bitte. Hast du Theresa und Ben Bescheid gesagt? Mach ich gerade. Hast du den neuen schon gesehen? Soll eine absolute Fachkraft sein. Annika war begeistert. Was ist hier los? Traumstunde? Haben Sie nichts zu tun? Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Dr. Losen aufgewacht ist. Ja, waren Sie schon bei ihm? Nein, weil ich nämlich arbeiten muss, genauso wie Sie. Das gebrochene Schienbein in der 2 braucht einen neuen Gips, der Katheterbeutel in der 4 muss gewechselt werden und der Blinddarm in der 1
muss für die OP vorbereitet werden. Worauf warten Sie noch? Na los, an die Arbeit. So hast du dir den ersten Tag nicht vorgestellt, was? Alles gut. Hauptsache, wir sind zusammen und können ein bisschen plaudern. Übrigens, was Berger betrifft, es gibt Tage, da ist er sogar richtig nett. Weißt ja, wie gut ich mit Autoritäten kann. Ach was, wir beide hatten da nie Probleme. Na, du hast mich immer ernst genommen. Das Geheimnis guter Lehre. Augenhöhe und gegenseitiger Respekt. Merke ich mir. Professor Patzelt hat mich nämlich gefragt, ob ich dich für eine Weile vertreten kann. Aber das ist ja wunderbar. Du bist genau der Richtige. Harald? Harald? Harald. Harald, hörst du mich? Harald? Pupillendifferenz. Wir brauchen sofort ein weiteres Schädel-CT. Sofort anmelden, bitte. Epidurales Hämatom, Okzipital rechts. Die Blutung drückt auf die Hirnmasse. Eine Spätfolge des Sturzes? Ja, aber das hat sich erst vor kurzem gebildet, sonst hätten wir es gesehen. Neurochirurgen? Keine Zeit. Der Hirndruck steigt. Wir müssen trepanieren. Ja. War ein turbulenter Tag heute. Hm? Ja, das kann man wohl sagen. Jetzt müssen wir alle sehen, wie wir ohne Losen klarkommen. Vorübergehend jedenfalls. Ja. Aber nur, um mir das zu sagen, hast du mich doch sicher nicht zu dir bestellt. Bestellt? Nein, natürlich nicht. Ich wollte dich nur fragen, wie dein erster Eindruck von unserem neuen Oberarzt ist. Was soll ich da sagen? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ah, was gehört? Ja, er soll sehr gut aussehen. Das ist alles? Nein, natürlich nicht. Alle, die bis jetzt mit ihm zu tun hatten, sind sehr angetan. Und das mit Dr. Losen wäre vielleicht ohne ihn sogar schiefgegangen. Ja, ja, das habe ich auch schon gehört. Wenn es das jetzt war, Papa, dann würde ich gern wieder in meine Arbeit gehen. Aber ja, mein Töchterchen soll doch immer ein Vorbild sein. Ja, ich weiß. Das war dir immer wichtig. Was machst du da? Wir sind hier verabredet. Nein, hier. Geht's? Herrlich. Wie ist es gelaufen? Ich habe gerade meinem Freund ein Loch in den Kopf gebohrt. Durch den Sturz hat sich ein epidurales Hämatom gebildet. Dann hast du ihm heute zweimal das Leben gerettet. Wie geht's ihm jetzt? Wir haben das Hämatom entfernt und ihn in ein künstliches Koma versetzt. Und ist er jetzt gut versorgt? Ja, natürlich. Dann wird's Zeit, dass du auf andere Gedanken kommst. Ich lade dich zu einem Eis ein. Wir wissen ja noch gar nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Also bei einem Mädchen würde ich ja als Namen Sophie toll finden. Sophie oder auch schön Marie. Meine Frau ist aber für Emma. Und ich finde ja Emma ein bisschen altmodisch, finden Sie nicht? Emma? Ja, Emma finde ich voll gut. Ja? Finde ich voll gut. Emma? Naja. Emma. Emma. Ist irgendwie warm. Emma. Hm. Dann wollen Sie mit Ihrer ganzen Familie jede Weihnachten und jede Ostern das hier ansehen. Ja, wieso? Ist doch toll. Ist doch toll. Von mir gibt's kein einziges Kinderbild. Wieso nicht? Ich bin in einem Heim groß geworden, aber bei meinem Kind wird das alles ganz anders werden. Ja, ich könnte ja auf so manchen Schnappschuss aus meiner Kindheit.
verzichten. Ich war ein ziemlich hässliches Kind. Hm. Aber warum filmen Sie die Cafeteria? Wieso denn nicht? Ich meine, es gehört doch auch zum Krankenhaus hier. Kann ich mal? Ja, bitte. So, jetzt sagen Sie doch Ihrem Kind mal, wie Sie sich fühlen. Hm? Wie ich mich? Ja, also einfach, was es für Sie bedeutet, worauf Sie sich freuen. Sagen Sie einfach mal Hallo. Hallo, Kind. Wir wissen ja noch gar nicht, ob du ein Junge oder ein Mädchen wirst, aber ich freue mich schon sehr darauf, dass du zu uns auf die Welt kommst. Ja, weiter. Weißt du, dass ich deine Mutter kennengelernt habe, das war bisher für mich wirklich das größte Glück. Der Tag, an dem wir geheiratet haben, das war der schönste Tag in meinem Leben. Ich liebe dich, Andrea, das ist deine Mama. Die liebe ich wirklich sehr, wirklich. Und natürlich auch Tobias, das ist dein älterer Bruder. Gestern sind wir noch mal zusammen spazieren gegangen, so durch den Wald. Und da habe ich gedacht, na, so eine richtige Familie werden wir erst für mich sein, wenn du bei uns bist. Ich glaube, dann wird mein Glück richtig perfekt sein. Jetzt wird's ein wirklich guter Film. Insektenstiche am Hals, allergische Reaktion, Atemwege blockiert. Shockbox. Ja, Notaufnahme Koschka hier. Ich brauche dringend Dr. Moreau, bitte. Danke. Jetzt sagen Sie mir bloß nicht, Sie haben sich in die Finger geschnitten oder sowas ähnliches. Besten Stich in den Hals, allergische Reaktion, Atemwege sind blockiert, Intubation nicht möglich. Wie lange ist sie schon bewusstlos? Ungefähr eine halbe Minute. Koniotomie. Ist schon vorbereitet. Skalpell. Kanüle einführen. Wenn Ihnen ein Luftröhrenschnitt zu viel ist, Koschka, dann werden Sie doch Floristin. Dr. Losen hat uns angewiesen, in einer Notsituation immer einen Oberarzt hinzuzuziehen. Na toll, wer nichts macht, macht nichts falsch, oder wie? Und was Losen betrifft, der wird in nächster Zeit eh keine Anweisungen mehr geben können. Heißt es, wenn Sie unser Ausbilder wären, dann könnten wir solche Eingriffe selbst durchführen? Ich, Ihr Ausbilder? Sie haben Humor. Kümmern Sie sich um. Die Chefärztin hat mich gefragt, ob ich nicht auch die Ausbildung der Assistenzärzte übernehmen kann. Zumindest so lange, bis es Lose wieder besser geht. Und? Sowas noch nie gemacht. Du kannst das. Glaub mir. Ich bin nach Erfurt gekommen, um als Oberarzt zu arbeiten und nicht als Kindergärtner? Das hast du gesagt. Meinst du, Losen hat so gedacht, als er dein Ausbilder war? Das kannst du doch gar nicht vergleichen. Losen ist ganz anders als ich. Er hatte nie eine eigene Familie und ist voll und ganz in seine Aufgabe aufgegangen. Wir konnten wirklich jederzeit zu ihm kommen, egal ob. Und ich bin nicht so der Lehrertyp, das weißt du doch. Woher willst du das wissen? Sie ist als Herausforderung. Alles in Ordnung, Frau Gerlach. Und sonst, wie geht's Ihnen? Irgendwelche Beschwerden? Nein. Ein bisschen nervös vielleicht. Das ist völlig normal. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir passen gut auf Sie auf. Bis morgen. Bis morgen. Frau Gerlach? So ein starkes Ziehen. Moment, ich schau mal nach. Darf ich? Ja. Tolle Wohnung. Danke. Auspacken werde ich aber erst morgen. Ich fahre in meine Klinik.
will in seiner Nähe sein, falls es Probleme gibt. Mhm. Mann, ich habe mir das alles irgendwie anders vorgestellt. Ich weiß. Ich wollte einen entspannten Neuanfang. Das Leben ist eben voller Überraschungen. Manche könnte ich verzichten. Aber nicht auf alle. Genau dieses Chaos macht es doch auch spannend, oder? Weißt du, wie der funktioniert? Nee. Darf ich Sie was fragen? Was Persönliches? Ja. Wieso ein geplanter Kaiserschnitt? Als Sie mir erzählen wollen, dass eine natürliche Geburt für Mutter und Kind das Beste ist, den Vortrag kenne ich schon. Das ist natürlich Ihre Sache, aber eine Operation ist immer ein Risiko. Bei meinem ersten Kind lag ich 32 Stunden in den Wehen. Das war der Horror. Und am Ende war es dann doch ein Kaiserschnitt. Ich habe keine Lust, mir das nochmal anzutun. Wie sieht es denn bei Ihnen mit Kindern aus? Irgendwann mal. Mein Freund und ich setzen uns da nicht unter Druck. Und außerdem will ich auch erstmal meine Ausbildung zu Ende bringen. Aber den richtigen Mann haben Sie offensichtlich schon gefunden. Ich war früher nicht so schlau. Ich war damals gerade Anfang 20. Das war viel zu früh. Aber jetzt freue ich mich total auf unser Kind und Jörg auch. Aber das haben Sie ja bemerkt. Sie haben tatsächlich leichte Venentätigkeit. Aber Ihr Baby stört es gar nicht, es schläft ganz friedlich. Gibt's denn nicht irgendein Mittel, um die Wehen zu stoppen bis morgen? Ja, ich kann Frau Dr. Scherbers gern Bescheid sagen. Aber sind Sie sicher, dass Sie das wollen? Oh ja, ich will einen Kaiserschnitt. Morgen früh. Ich wollte es nicht. Ich wollte doch nur, dass Sie die Wahrheit erfahren. Hätte ich gewusst, dass Sie sich so doll aufregen. Wären Sie einfach ganz schnell wieder gesund. Bitte. Was machst du denn schon wieder hier? Ich kann dich doch nicht im Stich lassen. Ich habe Bereitschaftsdienst. Du nicht. Sein Zustand ist stabil. Du musst nicht hier bleiben. Sicher ist sicher. Weißt du noch, was er uns früher immer gesagt hat? Kein Espresso vor einer OP. Ja, das auch. Und jeder hat ein Zuhause und das ist nicht die Klinik. War es aber trotzdem für ihn. Er hat eine Gehirnblutung und einen Herzinfarkt. Ich bleibe. Na schön. Dann sind wir eben zu zweit. Ich kann das auch ganz übernehmen und du gehst nach Hause zu deinem Mann. Ganz bestimmt nicht. Wir haben uns gerade scheiden lassen. Das habe ich nicht gewusst. Das tut mir leid. Meine Entscheidung. Mach dir deshalb keinen Kopf. Ich mache mir auch keinen. Wie geht denn deine Tochter damit um? Zoe, richtig? Begeistert. Aber sie ist immerhin schon 16 und weiß, dass es Dinge zwischen ihren Eltern gibt, für die sie nicht verantwortlich ist. Ich hoffe, Max sieht das später genauso. Hast ja noch etwas Zeit, ihn darauf vorzubereiten. Leg dich ein bisschen hin, du siehst müde aus. Sieht man das? Ich sehe das. Na los, ich weck dich, wenn was ist. Ja?
mir leid, ich weiß, es ist schon spät, aber ich habe das Licht gesehen. Kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Was gibt's denn? Also, Sie haben mich ja heute Morgen gefragt, was genau passiert ist. Und ich habe Ihnen nicht die Wahrheit gesagt. Es gab eine Auseinandersetzung zwischen mir und Dr. Losen, bevor er den Infarkt hatte. Eine Auseinandersetzung? Ich arbeite ja auch in seinem Forschungsprojekt mit und jeden Tag 12 Stunden Dienst, ohne Pause und dann abends noch in dem Labor, da ist mein Fehler unterlaufen. Es passiert den Besten von uns. Ist menschlich. Ja, ich habe mich aber nicht getraut, es Dr. Losen zu sagen und dann hat er die falschen Ergebnisse an seinen Verlag geschickt. Das war allerdings nicht besonders klug. Und heute Morgen haben Sie ihm den Fehler gebeichtet. Er war total außer sich, ist ausgerastet. Zu Recht, ich... Frau Rösler, Sie machen sich Vorwürfe, weil Sie denken, dass Sie schuld an seinem Herzinfarkt sind. Das müssen Sie nicht. Das war ein unglücklicher Zufall. Ich konnte ihm nicht mal helfen. Ich stand einfach nur da, wie gelähmt. Dass Sie unter Schock standen, das ist völlig normal. Einen Moment später hätten Sie wahrscheinlich das Gleiche getan wie ich. Meinen Sie, ja? Na klar, wenn ich mich nicht dazwischen gedrängelt hätte. Und jetzt machen Sie endlich Feierabend. Danke. Und morgen bringen Sie mir bitte die fehlerhaften Forschungsunterlagen. Oh, ist was passiert? Na, bei uns ist alles in Ordnung. Ich wollte nur mal nach Ihnen sehen. Wer ist das denn? Das ist das Einzige, was ich von meiner Mutter noch habe. Und das Erste, was mein Kind geschenkt bekommen soll, ist er hier. Ihr seht ziemlich müde aus, ihr beide. Na, die Aufregung. Hab die letzten Tage nicht durchgeschlafen. Aber das war nicht mit anzusehen. Jetzt kommen Sie mal mit. Packen Sie den Teddy ein. Los geht's. Strenger Tag, was? Ja. Ist alles in Ordnung? Ja, ja, nur ein bisschen verspannt. Dr. Ahrens schläft heute Nacht in der Klinik. Aha. In seinem Büro, nur für alle Fälle. Haben Sie ihn schon kennengelernt? Nein, leider noch nicht. Er wird morgen früh auch den Kaiserschnitt bei Frau Gerlach machen, ja? Gut. Hat sie sich noch mal gemeldet? Ist nach der Spritze dann direkt eingeschlafen. Ah, sehr gut. Ich leg mich auch ein bisschen hin, ja? Wenn irgendwas ist, dann wecken Sie mich einfach. Ach, danke. Rückzugsort für uns Ärzte. Aber bitte verraten Sie niemandem was, sonst kriege ich Ärger mit den Kollegen. Das ist wunderbar, danke. Kein Problem. Ich könnte sich gerne da unten hinlegen. Sie sind ein echt guter Mensch. Aber bitte. Ich wecke Sie rechtzeitig, wenn es losgeht. Ja, bitte. Ich darf nicht die Geburt meines ersten Kindes verpassen. Sie können sich auf mich verlassen. Ja, und jetzt schlafen Sie erstmal eine Runde. Kann ich wahrscheinlich eh nicht. Naja, wird bestimmt die letzte ruhige Nacht für eine ziemlich lange Zeit. Wenn der kleine Schreihals erstmal da ist. Das wird toll. Gute Nacht. Gute Nacht. Frau Gerle, haben Sie gesehen? Es ist irgendwie anders. Warum Sie denn die Schmerzen? Was ist los? Die Herzzähne werden schwächer. Infusion. Frau Gerlach, ich brauche Ihren Arm.
gebe ihm ein bisschen Flüssigkeit. Dr. Arendt? Dr. Arendt? Dr. Arendt? Ja. Julia Berger, Assistenzärztin. Wir haben uns noch nicht kennengelernt. Wir brauchen Ihre Hilfe. Ist was mit Losen? Nein, Frau Gerlach auf der Gün. Ganz ruhig, Frau Gerlach. Ich bin ja bei Ihnen. Was ist passiert? Ich verliere Flüssigkeit. Blut. Frau Gerlach, ist das Ihr erstes Kind? Nein, nein, sie hat schon eins. Ebenfalls ein Kaiserschnitt. Es ist besser. Sie wird schockig. Verdacht auf Uterusruptur. Notkaiserschnitt kommt, sonst verlieren wir Mutter und Kind. Ihr Mann schläft auch im Krankenhaus. Sollen wir ihm nicht Bescheid sagen? Keine Zeit. Skalpell. Bauchtücher. Bauchtücher. Der kommt schon. Berger, wir holen jetzt das Baby. Schaffen Sie das? Ich mach das. Ich bin bereit. Achtung, jetzt das Baby. Dämmeklemmenschere. Atmet nicht. Frau Berger, kümmern Sie sich. Klemme, Strom. Ihr müsst euch beeilen, sie hält das nicht mehr lange durch. Was ist los, Frau Berger? Wir tun, was wir können. Das hoffe ich. Ich habe den Riss gefunden. Naht. Atmet. Dann sehen wir mal zu, dass das Kind nicht so lange auf seine Mutter warten muss. So wunderschön. Ja, das ist sie. Vor allem ist sie kerngesund, trotz der turbulenten Geburt. Hier ist Ihre Überraschung. Schau. Das? Ja, Liebling, schau, wer hier ist. Aber warum haben Sie mich denn nicht geweckt? Unser Baby hat es sehr eilig gehabt. Aber zum Glück waren Dr. Arendt und Frau Berger da. Das ist ja wundervoll. Sie ist wundervoll. Sie? Da ist ein kleines Mädchen? Ja, unsere kleine Emma. Wenn du den Namen nicht willst, dann... Nein, Emma ist doch... Das ist doch die kleine Emma. Das ist doch perfekt. Emma ist perfekt. Guck mal, Emma, was ich hier für dich habe. Bist du süß? Willst du eine Aufnahme machen? Was? Eine Aufnahme. Ach so, ja. Ja, Emma. Wir lassen sie dann mal allein. Nein. Nehmen Sie doch mal kurz die kleine Emma auf den Arm, ja? Wenn ich schon die Geburt nicht filmen konnte, dann filme ich jetzt wenigstens die Helden, die meine kleine Emma auf die Welt gebracht haben. Bitte mal ganz freundlich hier zu mir. Ja, ganz freundlich, genau. Oh. So, und jetzt drücke ich mal auf Freeze. So, und jetzt gucken Sie sich das mal an. Ist das nicht süß? Das ist ein ganz
ganz schöner Draufgänger. Richtig. Was habe ich getan? Du hast in den letzten 24 Stunden 3 Leben gerettet. Die Quote kann ich auf Dauer garantiert nicht halten. Deine Assistenzärzte dürftest du jedenfalls schon überzeugt haben. Meine Assistenzärzte? Mhm. Was sagen die Neurochirurgen? Das Hämatom war nicht so groß wie erwartet. Wir müssen ihn aber trotzdem ein paar Tage im Koma lassen. Ich habe von der Geburt heute Nacht gehört. Gute Arbeit, Dr. Arendt. Falls Sie mir Ihre Entscheidung mitteilen wollen, ich bin in meinem Büro. Und? Was sagst du ihr? Das ist eine sehr gute Nachricht. Ich hoffe, ich enttäusche sie nicht. Da mache ich mir keine Sorgen. Und falls es doch mal Probleme gibt, meine Tür steht jederzeit für Sie offen. Danke. Ich denke, auch die Kollegen werden Sie nach allen Kräften unterstützen. Das wäre wünschenswert. Ich wollte mich noch mal bei Ihnen bedanken für gestern Abend. Keine Ursache. Doch, das war nicht selbstverständlich, dass Sie sich für mich Zeit genommen haben. Also, es hat mir wirklich sehr geholfen. Das freut mich. Ja, also, das sind die Forschungsunterlagen. Ja, dann, also, danke. Kleiner Bruder, schon Freunde gefunden? Das war eine meiner Assistenzärztinnen. Meiner? Dann hast du den Job also angenommen. Vielleicht kann ich ja doch noch so ein Lehrertyp werden. Mach mal das. Guten Morgen. Schön, dass Sie alle da sind. Dr. Losen hat die schweren Operationen gut überstanden und ist vorläufig außer Lebensgefahr. Aber es wird noch sehr lange dauern, bis er wieder als Oberarzt arbeiten kann. Frau Professor Patzelt hat mich deshalb gefragt, ob ich in Zukunft ihre Facharztausbildung betreuen kann. Und ich habe mich gerade dazu entschieden, diese Aufgabe anzunehmen.